Jo, hallo, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build in meinem VIP, Gebietsgrundstück. Auf meinem VIP-Will-Grundstück. So, und es geht weiter. Wir waren beim letzten Mal hier dabei, den Boden auszuheben. Und ich überlege gerade, man könnte doch auch hier so rissige machen. Das ist aber vielleicht ein bisschen doof. Weil das ist VIP-Will, da ist alles picobello. Passt nur nicht so richtig, ne? Weg und dann ist hier drin derselbe Boden, aber egal. Zur Not geht das alles nochmal weg. So, ich überlege gerade, wie man die hier irgendwie cool setzen kann. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dafür müsste erstmal die Treppe stehen. Deswegen mache ich jetzt nur die hier rein. Weil die Treppe ist ja schon ein bisschen ausschlaggebend, wie sich das dann hier aufteilt. Also geht es hier hoch oder ist hier die Mitte der Treppe? Also momentan ist es ja hier. Also wäre es eigentlich cool, wenn da davor wäre. Dann hat er aber da wieder ein, hier zwei. Ich bin ja so ein, wie soll ich sagen? Ich habe da ja so ein Spleen, ne? Was hier irgendwie, na, wie sagt man das? Klare Linien angeht oder so. Muss bei mir immer gut aussehen. Ob es dann letztendlich wirklich gut aussieht, ist ja dann zweitens. Aber ich finde es dann so gut. Ey, was ist dann? Wenn ich den Boden hier sehe, denke ich gerade schon wieder an den Keller, der ja dann auch noch reinkommt. Nämlich hier soll dann die Treppe in den Keller gehen. Oben kommt auf jeden Fall wieder ein Kamin und ich glaube, diesmal mache ich auch den Kamin so, dass der dann oben aus dem Dach rausschaut oder der geht dann nicht durchs ganze Haus durch, sondern ist dann nur oben zu sehen. Ich wüsste echt nicht, was hätte ich denn noch für einen Block nehmen können hier eigentlich als Boden. Wenn mir noch was Besseres einfällt oder euch, schreibt es in die Kommentare, dann kommt das eben alles wieder raus. Ja, komm. Boah. So, der muss weg, der stört. Nein, nicht da reinfallen. Hui. So. Vielleicht sage ich das nochmal kurz. Ich weiß nicht, ich glaube, im letzten Video habe ich es auch kurz angesprochen. Für die, die Life in the Woods mitverfolgen, das ist momentan erstmal so pausiert, weil ich krieg es nicht zum Starten. Immer noch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht energisch genug probiert, muss ich sagen, aber es ist halt. Ich will nicht ständig alles wieder neu draufsetzen, also mein Windows schon gar nicht. Also ich hoffe, dass ich das wirklich nicht machen muss, weil das dauert. Das dauert dann richtig. Aber mein Minecraft habe ich neu aufgesetzt, komplett mit Forge Optifine. Ich habe wirklich komplett alles gelöscht. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich jetzt bei meinem Grundstück bin, obwohl es geht, jetzt leckt es gerade nicht. Hier hat es hier immer so krass geleckt. Geleckt. Gerade hier im Lager, aber das. Ich wüsste nicht, woran es liegt. Ich habe hier jetzt nichts Krasses drin irgendwie. Selbst die Wasserquelle. Warte mal, was ich vielleicht benötige. Ich habe kaum noch Lava. Ah ja, hier, apropos Fische. Das ist schon wieder derselbe Scheiß wie beim letzten Mal, ne? Gar nicht über Fische gesprochen. So, weg damit. Aber ich könnte mal Lava gebrauchen. Wir gehen mal in die Farmwelt. Die ist so bestimmt auch mittlerweile resettet. Am 27.01. Also da war ich auf jeden Fall nicht mehr Farm. Wollen wir doch mal sehen. Hoppelhase. Ich brauche eigentlich nur Lava und deswegen. Gehe ich mal hier hin. Ups. Ey.
Das habe ich in letzter Zeit öfter, dass ich immer so leicht zurückgeportet werde, so um einen Block. Oder einfach nicht durchkomme, wie so eine imaginäre Schutzmauer. Viele Sonnenblumen. Aber ich brauche Lava. Ein Lavasee, der wäre jetzt nice. Oh, Höhle. Autsch. Eisen. Meine Spitzhacke ist bald down. Okay. Set home cave. War das richtig? Ich mach noch mal so. Ach nee, warte, ich sehe das ja anders. Home. Cave, okay. Ich hatte das Gefühl, ich habe das E bei Cave vergessen. Ach, da ist eine Sonnenblume. Ich dachte schon, was steht denn da? Keine Angst, das wird jetzt keine große Höhlentour. Ich lunz nur mal rein. Schnaub hier doch nicht so rum. Ich habe auch meinen Optifine jetzt noch gar nicht optimiert. Ich habe das nur installiert und alles so gelassen. Gibt's da unten Lava? Nee, aber geht noch weiter runter. Bum, bup, so. Lava. Das ist immer noch da. Die Dinger nerven teilweise. Die tauchen auch richtig oft auf. Habe ich das Gefühl. Uitsch, uitsch. Nice. Warum ist es hier so hell? Da geht's nach oben, aber da können wir auf jeden Fall irgendwann mal abgrasen gehen oder ich mache es offscreen. Ich hatte ja gesagt, so Höhlentour, ich glaube, das interessiert euch nicht. Also falls doch, kann ich gerne mal wieder so richtig paar Parts eine Höhlentour machen. Ist kein Problem. Aber ich denke immer, das ist ein bisschen langweilig. Ihr wollt doch immer nur sehen, wie man baut. Kommt mir zumindest so vor. Boah, da geht es tief runter. Also hier sind echt viele Höhlen. Da ist eine Pferdehöhle. Hier sind echt mega viele Pferde. Aua nicht. Eine Spalte. Ich wollte schon sagen, eine Spalte in der Wüste, aber so eine halbe ist das schon. Hab ich auch noch nicht gesehen. Guck mal. Ey. Oh, wie low. Hätte dann nicht mehr passieren können? Yo. Macht voll Spaß. Au. Wieso sage ich au? Tat nicht weh. Oh, das hätte auch ins Auge gehen können. Egal. Ich weiß gar nicht, ob ich Kohle benötige. Ich habe übrigens auch momentan keinen Gast mehr. Also der letzte, der da noch auf dem Schild steht, den muss ich entfernen. Hat nicht verlängert. Hunger! Genau, als ob da Lapis wäre. Verschwinde! Komm. Aber ich finde keine Lava, die brauche ich doch. Ich habe zwar noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. So. What? Boah, hast du mich erschrocken? Du blöder Hase! Habe ich mich wirklich gerade erschrocken. Oh, guck mal hier. Lol, was ist das für eine Textur? Ist sie neu bei Optifine? Kenne ich gar nicht.
Oder bei dem Texture Pack. Das kann auch sein. Ja, muss ja eigentlich beim Texture Pack sein. Habe ich vorher nur noch nie gesehen. Komm mal. Nee, das mache ich nicht. Das war mir zu tief, da hätte ich mich wieder hochbuddeln müssen. Und wie es dunkel wird. Boah. Wieder zurückgeportet. Ich glaube, ich laufe jetzt bestimmt eh in eine Richtung, aus der ich gekommen bin, oder? Weiß es nicht. Oh, guck mal, da ist Akazienholz. Aua. Der hat mich getroffen. Und keinen Bogen. Ich muss unbedingt meine Bögen machen. Und ich brauche noch so ein paar Sachen zum Verzaubern, damit ich meine besten OP-Items machen kann. Ist natürlich doof. Alle schreiben immer von Mending-Büchern. Ich habe noch kein einziges Mending-Buch. Aber eigentlich auch egal, weißt du, wenn dann die Waffe kaputt ist, ich meine, mit Haltbarkeit hält das ja schon ziemlich gut. Wenn die dann kaputt ist oder das Werkzeug, dann muss man eben wieder alles farmen dafür. Also auch die ganzen Bücher craften oder kaufen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja nicht so, dass du das jede Woche machst. Nee. Da ist Lava, Lavasee. Perfekt. Set Home Lava. Habe ich noch genug Platz im Inventar? Nö. Dann gehen wir kurz nach Hause. Spawn. Ich weiß dann später gar nicht, ich glaube, hier bleibt meine Basis. Also mein VIP-Haus ist wirklich nur zum Zurückziehen. So. Da sind ja schon alle voll, ne? Ja. So, dann hatten wir... Was ist da? Ach so, da war Feuerwerk drin. Nutze ich gar nicht mehr. Ich mach mal... Einen kann ich mit Wasser füllen. So, und die letzten drei, die kann ich dann auch auffüllen. Warte mal, hier erstmal... Oh, Inventory Tweaks gibt es immer noch nicht, ne? Das ist einfach... Ich glaube, der Typ hat keinen Bock mehr, weil er echt ein bisschen viel verändern muss. Wie mir gesagt wurde. Weil ich das in Minecraft grundsätzlich geändert hat. So, Baumaterial, Stein. Packen wir erstmal alles hier rein. Bruchstein. Kappel. Wow. Komm, da kannst du ruhig mal ein paar fertig brennen. Gibt ja auch Level. Da kommt aber das rein. Und Feuerwerk. Nee, da. Zack, zack. Zack, zack. Hä? Gib mir den Eimer. Moment, habe ich... Ich habe immer noch nicht Platz. Also ich weiß nicht, ob es reicht, aber... Sand und so ein Kram kann ich ja mal eben wegpacken. Ich habe hier vor allem auch noch Dirt. Gebrannter Ton, ja. Der kommt mal da unten rein. Ich brauche auch das Lapis gerade nicht. Da habe ich noch ein bisschen Loot. Das kommt weg. Packe ich den jetzt oben hin, oder... Nahrung. Brot. Wir packen das erstmal in die Lootkiste jetzt rein. Diese Runde endet in 2 Minuten. Das ist aber neu. Das ist doch eine andere Farbe jetzt. Und das wurde doch vorher immer nur nach einer... Nee, nach 30 Sekunden gesagt, oder? Ich meine schon.
Ich habe eh noch nie was gewonnen bei dir, Lotto. Ich habe da auch noch nicht so oft mitgemacht. Warte mal, gebratenes Hühnchen? Was will ich denn da? Nahrung, bitte. Da gehört das rein. Dann haben wir hier Stein. So, und? Jetzt gehen wir nochmal... Halt. Eisen. Homeport. Wip. Oh, hier ist aber dunkel. Oh, ich wollte schon sagen, was ist da hinten für ein Licht? So. Das ist aber zweilagig. Sozusagen. Unter der Oberfläche ist da nochmal Lava. Egal, mal sehen, ob wir es leer kriegen. Ich muss einfach mal ganz viel in den Ofen packen. Spawn. Kurz überlegen. Aber ich denke, hier mache ich mal einen Cut rein. Ich bedanke mich für das Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch der Part gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Da würde ich mich freuen. Haut drin, bis dahin. Tschüss.